Nimm dein Selbes wahr und wo du dich findest, da lass dich. Dieser Spruch stammt von dem deutschen Mystiker und Philosophen Meister Eckhart, der im 13. Jahrhundert lebte. Nimm dein Selbes wahr und wo du dich findest, lass dich. Das ist eine zweigeteilte Aufforderung. Die Aufforderung, dasselbe zu erkennen, die alte Aufforderung zur Selbsterkenntnis, die wir schon in den Mysterienschulen in der Antike hatten, Knoti se auton noscete ipsum, erkenne dich selbst. Und zugleich, und das ist typisch für die Mystik, wo du dich erkannt hast, da lass dich, im Sinne von da lass los. Mystik kann beschrieben werden als eine Form der Selbsterkenntnis. Das teilt sie mit vielen anderen Formen geistigen Lebens, aber auch eine Form der Selbsterkenntnis, die einem ganz bestimmten Schema folgt. Dieses Schema kann untersucht werden, kann klassifiziert werden mit folgenden Begriffen. Es gibt die Mystagogie und die Mystologie. Das sind sehr seltene Begriffe, die man außerhalb der philosophischen und theologischen Forschung kaum kennt. Mystagogie bedeutet die Hinführung zum mystischen Erleben, zur Unio Mystica. Die vollzieht sich in bestimmten Schritten, die man beschreiben kann und die sich auch sehr ähneln von Autor zu Autor. Und die Mystologie vom griechischen Logos bedeutet das Sprechen über Mystik. Denn auch das Sprechen über Mystik, sei es bei so unterschiedlichen Autoren wie Meister Eckhart, Johannes Tauler, Heinrich Seuse, in der spanischen oder in der niederländischen Mystik, immer begegnen uns trotz aller Unterschiede Gemeinsamkeiten in der Sprache, im Gebrauch der Begriffe, die diese Erfahrung umschreiben sollen. Mystagogie als Programm und Mystologie als die Sprache, die Sprachkonvention, die Sprechkonvention, gehören also in der Forschung zum Kontext Mystik. Doch was bedeutet Mystik für jeden Einzelnen? Augustinus beschreibt die Mystik als Cognitio Dei Experimentalis, als erfahrungshaftes Erleben Gottes. Doch was dies tatsächlich in den Quellen eines bekannten Philosophen bedeuten kann, dem wollen wir jetzt in den folgenden Videos nachspüren. Ich werde in den Folgevideos über meine Dissertation, über Meister Eckhart und den Begriff vom Seinsgrund, den Erkenntnisvorgang in der Mystik, sprechen. Ich werde Passagen vorlesen. Zugleich möchte ich Sie anregen, meine Bilderfolge und Videofolge in diesem Monat vielleicht etwas anders zu konsumieren, als Sie das gewohnt sind. Es gibt nach den erklärenden Videos immer einen kurzen Bildbeitrag, der sich auf ein Radiofeature bezieht. So ist es auch diesmal. Der Bildbeitrag mit dem Radiofeature über Mystik folgt nach meinen erklärenden Videos über Meister Eckharts Mystik. Ich würde Ihnen aber empfehlen, fangen Sie damit an. Fangen Sie mit dem Kurzbeitrag an, da geht es um den Begriff der Mystik und die Beschreibung der Mystik bei Gershom Scholem. Und dann gehen Sie zu den Eckhart-Videos. Ich glaube, in dieser Reihenfolge haben Sie den meisten Nutzen daraus. Und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr zu tun, als Ihnen viel Freude bei der Selbsterkenntnis zu wünschen.